Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin gerade im Tessin. Hier hinten haben wir den Verkehr. Und links von mir ist jetzt gerade die Sprenkleranlage angegangen. Darum haben wir relativ viel Background-Geräusch, aber wir machen das Beste daraus. Und zwar wird es ein relativ kurzes Video. Ich werde euch schnell eine Frage beantworten. Und zwar werde ich ganz viel gefragt. Laura, wie geht denn das? Wie läuft das ab, wenn man sich bei dir anmeldet? Auf was muss ich mich vorbereiten? Oder was kann ich mir da vorstellen? Es ist eigentlich so. In den meisten Fällen komme ich irgendein Mail über oder teilweise auch über Facebook, wobei ich muss grundsätzlich sagen, es ist für mich eher ein bisschen komplizierter über Facebook. Ich komme sehr viel allgemeine Nachrichten über und dann ist es auch schwierig, das rauszufiltern. Und ich denke auch nicht so daran, ich bin eher schlecht im Facebook anfragen oder nein, im Facebook Nachrichten zu beantworten. Einfach weil es für mich nicht so die Priorität hat. Bei den Mails weiss ich, das ist geschäftlich. Da bin ich mehrmals täglich drin, aber Facebook ist einfach nicht so das Gleiche. Und darum, wenn ihr eine Anfrage macht, macht sie über das Mail, weil dann wird sie zu 100% an diesem Tag oder vielleicht mal am nächsten Tag beantwortet. Kommt immer darauf an, wie der Tag aussieht. Dann, wie gesagt, es gibt verschiedene Anfragen dann. Es gibt einfach die Einzieler, die schreiben, ich will ins Personal Training kommen. Dann gibt es die natürlich ihre ganze Leidensgeschichte aufschreiben. Das ist sehr situationsabhängig. Und nachher geht es aber bei allen genau gleich weiter. Und zwar probieren wir einen Termin zu suchen miteinander und treffen uns dann für das Erstgespräch. Das Erstgespräch geht um die 2 Stunden herum. Es ist nur Gespräche. Also das heisst, ich mache eine Anamnese mit euch, einfach so ein bisschen ganz oberflächlich noch sehr sicher eure Personalien, dann das ganze medizinische, Ernährung, Entspannung und Sport, aber wirklich sehr oberflächlich, einfach, dass ich mal so ein bisschen ein Bild davon bekomme, wer ihr seid, weil in den meisten Fällen weiss ich das nicht oder kenne euch vielleicht über Instagram oder Facebook oder was auch immer, aber wegen dem weiss ich nicht, wie ihr privat seid. Dann geht es so weiter. Man muss vielleicht vorab sagen, ich schicke euch eigentlich ein ganzes Infoblatt, was ihr alles machen müsst, was ihr vorbereitet und sowieso. Dort drauf steht unter anderem auch, dass ihr ein Ernährungstagebuch führen müsst. Das ist einfach, weiss ich auch nicht, 3-4 Tage bevor ihr zu meinem Termin kommt. Es ist vor allem wichtig, dass ihr das so ausfüllt, wie es eben auch wirklich ist. Weil in teils Fällen gibt es ja dann, dass die Leute anfangen, sich gesünder ernähren oder irgendetwas umstellen. Und das macht es ein bisschen schwierig. Weil durch das kann ich nicht herauslesen, was eigentlich ein Problem ist. Weil wenn auf einmal alles optimal läuft, denkt man sich, hä, das kann ja gar nicht sein. Und darum ist es ganz wichtig, dass das Ernährungstagebuch so weitergeführt wird, wenn ihr die letzte Zeit einfach auch gegessen habt. Dann bestimmen wir den Fettgehalt von eurem Körper, die Muskelmasse, den Kalorienverbrauch, alles so Sachen. Das ist vor allem spannend für euch, sicher auch für mich. Mir geht es aber mehr darum, um dann auch können evaluieren nach, weiss ich auch nicht, 3 Monaten, 6 Monaten, einem Jahr, was auch immer, um zu sehen, was haben wir für Fortschritte gemacht. Und es ist einfach auch mega spannend, um sie mal zu sehen. Oder vielen gehen vielleicht mit den Augen noch ein bisschen auf, was sie merken, wow, ja, da müssen wir wirklich etwas machen. Und andere sind auch überrascht, also so ist es nicht. Und dann, ich sage auch viel sorry. Es ist auch früh am Morgen im Fall, einfach, dass ihr es noch schnell wissen. Ich bin mit dem Kopf noch nicht so weit. Dann kommt eigentlich noch der letzte Part, also in dem Ganzen rein weiss man dann so ein bisschen, um was es geht. Man schwätzt nicht nur irgendwie so ein bisschen den Fragebogen ab und macht all die Tests, sondern man erfährt eigentlich wirklich, um was es geht. Und dann erstellen wir schon den Ernährungsplan zusammen. Also es ist wirklich, ich habe gewisse Vorlagen, einfach um das ein bisschen anzupassen. Es wäre mir eine Ewigkeit dort, wenn ich das von Hand nehmen würde schreiben. Aber dort schauen wir quasi wie zusammen, schauen, was haben wir gern, was macht Sinn. Es kommt auch darauf an, schafft jemand Schicht, schafft jemand 7 bis 5, schafft jemand die Hei, ist jemand Hausfrau, haben Sie Kinder, Familie alleinstehend, was auch immer. Es sind so viele Sachen, man muss berücksichtigen, Allergien,
Und darum passen wir den zusammen an, so dass es möglichst einfach umzusetzen ist. Und dann geht es eigentlich schon zum nächsten Termin. Also die 2 Stunden sind eigentlich durch, es geht auch schnell. Und ich sage jetzt mal, 98% der Fälle mache ich dann eine Einkaufsberatung. Das heisst, wir gehen zusammen posten, meistens im Migros oder Coop, und schauen dort alle Produkte zusammen an. Das geht auch einmal gut 1,5 bis 2 Stunden. Es kommt immer ja, ein bisschen auf die Bedürfnisse drauf an. Und ich sage, das ist eigentlich die lehrreichste Stunde, weil dort können wir wirklich so viel Wissen rausziehen. Und das ist auch das, was ich vielleicht mal schnell sagen will. Ich bin relativ günstig für einen Personal Trainer. Also man sieht da wirklich ganz, ganz andere Kaliber. Und ich will vielleicht schnell erklären, wieso das Personal Training so teuer ist. Oder je nachdem für die einen dann auch Ernährungsberatung, gerade wenn es nicht Krankenkassen anerkannt ist. Und zwar liegt es ein bisschen an dem, weil ihr extrem viel Wissen heraussaugen könnt, das die Menschen sich angeeignet haben. Also in diesen 2 Stunden Einkaufsberatung oder 1,5 Stunden Einkaufsberatung könnt ihr Wissen heraussaugen, das ich über 10, 15 Jahre mir erlangt habe, in 1,5 Stunden. Und das ist so viel wert. Also eigentlich können wir das wahrscheinlich so teuer verkaufen. Ich will das einfach nicht. Ich will wirklich, dass es eigentlich für jeden zugänglich ist. Aber das, was ihr dort erfahrt, das, was euch Leben lang bleibt, das sind Sachen, wenn ihr im Migros geht, von denen an wissen, ah, das hat sie gesagt, das macht wegen dem und dem Sinn. Und das ist einfach so unglaublich viel Wissen. Genau das Gleiche im Personal Training. Ihr könnt eine Stunde lang Fragen über die Anatomie, über den Körper, wieso dieser Vorgang so läuft wie der andere. Zugegeben, es machen viele nicht, aber das könntet ihr. Ihr könnt so viel Wissen raussuchen, weil genau für das zahlt ihr eigentlich. Gut, ich bin ein bisschen abgeschweift. Jetzt, nach der Einkaufsberatung ist der Ernährungsteil von meiner Seite eigentlich abgeschlossen. Ich muss sagen, ich habe all die Dokumente dann per Mail über, plus noch die Rezepte für alle Mahlzeiten und sonst noch Sachen. Und dann, wie gesagt, ist der Ernährungsteil abgeschlossen. Ich mache nur Pläne, die eigentlich über längere Zeit verheben. Also das heisst, nach diesem Plan könnt ihr eigentlich das Leben lang leben. Es ist nicht irgendein Diätplan, wo ihr zuerst 2 Wochen das essen und nach 4 Wochen das und dann wieder so umkehren. Also es ist einfach ein Plan, der fix ist. Und durch das müsst ihr nicht immer wieder kommen. Sicher gibt es Leute, die mehrere Mal kommen, gerade wenn es vielleicht eher noch ein bisschen um Gespräche geht und so. Und nachher geht es zum Personal Training. Also das heisst, eben wie gesagt, Ernährungsteile abgeschlossen. Die wollen, können ins Training kommen, dort ist auch ganz verschieden. Es gibt Leute, die kommen 3 bis 4 Mal in der Woche ins Personal Training. Es geht natürlich recht ins Geld, das muss man sagen. Und dann gibt es die anderen, die kommen vielleicht einmal im Monat. Die lassen sich ihren Plan geben. Man muss sagen, ich gebe grundsätzlich nur Outdoor-Trainings, also ich habe Räumlichkeiten, aber jetzt sind wir wirklich nur, wenn schlechtes Wetter ist. Einfach weil meine Kunden das so entschieden haben oder weil das ihre Wünsche sind, dass wir draußen und in der Natur sind, was ich auch schön finde. Und wie gesagt, dann ist es eigentlich euch überlassen oder auch eurem Budget überlassen, wie häufig das kommt. Man kann alles machen. Wenn ich sage, ist knapp im Moment, dann kommt einmal, lasst euch euren Plan geben und dann könnt ihr die heim machen. Ihr habt jenste YouTube-Videos, die ihr Zugriff habt, gratis, das kostet nichts. Alles, was ihr braucht, ist eure Motivation und euren Schweinehund zu überwinden. Und einfach ein bisschen Pfupf, keine Ausreden, ihr müsst einfach machen, weil es gibt so viel Wissen, das man gratis aneignen kann auf dieser Welt. Gerade heutzutage sind so viele Möglichkeiten, profitieren davon und hört auf mit diesen Ausreden. Weil ich sage auch, eben, hey, ich habe auch Stress und es gibt so viele Leute, die Stress haben. Aber 20 Minuten hat man noch immer trainieren können. Man sagt, 1 Stunde am Tag sind 4% von einem Tag. Also das heisst, wenn man das ja nochmal durch 3 teilt, weil man vielleicht nur 20 Sekunden Workout, 20 Sekunden, das ist jetzt schon gerade ein bisschen wenig, aber 20 Minuten Workout machen, wenn ich richtig rechne, sind das etwa 0,3% von einem Tag. Was ist das? Seien wir mal ehrlich, jeder hockt einmal aufs Sofa oder schaut irgendein Heft an und gegen das ist ja überhaupt nichts Schlechtes einzuwenden. Versteht mich nicht falsch, aber wenn man sagt, ich habe keine Zeit zum Trainieren, dann ist es einfach eine Ausrede. Weil man könnte früher aufstehen, man könnte eben nicht vor dem Fernseher hocken, man könnte
weiss der Gucker was alles. Wegnehmen. Aber da muss man vielleicht auch einfach sagen, es ist nicht, ich habe keine Zeit zum Trainieren, sondern es ist mir einfach zu wenig wichtig. Und dann absolut stimme ich zu, finde ich mega ehrlich, wenn man das eingestehen kann. Und das ja, ist in vielen Fällen sicher auch so. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber dann muss man nicht das Gefühl haben, ich habe alles dafür aufgewendet und es passiert einfach nichts. Ich sehe kein Resultat, weil wenn man nichts macht, dann kommt auch nichts. So, jetzt habe ich gemerkt, ich bin wieder recht vom Thema abgeschweift. Wie gesagt, es geht einfach zum Personal Training. Dort ist völlig euch überlassen, was ihr wollt. Ich habe auch natürlich ganz viele verschiedene Sportarten oder verschiedene Leute. Es gibt auch Leute, die haben noch nie Sport gemacht. Ich habe Profisportler. Es hat von gross zu klein zu so und so. Es hat alles, wirklich. Und darum müsst ihr auch keine Angst haben. Ich hoffe wirklich, dass ihr das bestätigen könnt, dass ihr euch nachher aufgehoben fühlt bei mir. Ich habe sehr viele zufriedene Kunden und ich bin überglücklich darüber. Und ja, wenn es euch interessiert, dann meldet euch gerne mal. Und ich freue mich, dass ihr vor allem auch die Videos immer schaut. Also, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen, um was es geht. Wenn gleich noch Fragen bestehen, dann fragt die. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!